Für eine Minute am Wort. 1997 habe ich mit der damaligen Umweltministerin Angela Merkel die Umweltkonferenz in Kyoto besucht. Und wir haben uns damals beide für spezifische und nicht für absolute CO2-Ziele eingesetzt. Inzwischen will Frau Merkel das Weltklima retten. Und sie ist überhaupt beim Retten. Sie will den Euro retten. Sie will Griechenland retten, gleich dreimal. Sie will die Banken retten durch die Europäische Bankenunion zulasten der deutschen Sparkassen. Und jetzt will sie die Weltflüchtlinge retten. Meine Damen und Herren, immer mehr ausländische Kollegen, auch in diesem Gremium, zeigen mir und sagen mir, dass Frau Merkel und die Bundesregierung anscheinend an einem Helfersyndrom leidet. Meine Damen und Herren, ich glaube, das muss beendet werden. Darf ich Ihnen bei dieser Gelegenheit auch noch mal sagen, am deutschen Wesen soll Europa nicht weiter genesen. Im Übrigen, und das ist mein Ceterum censeo, möchte ich darauf aufmerksam machen, dass der Einheitseuro Europa spaltet und abgeschafft werden muss.